Hey ho, meine Lieben, heute machen wir eine Bacon-Bomb-Parade. Bacon-Bomb hat es schon lange nicht mehr gegeben bei mir auf dem Kanal. Schön wahrscheinlich auf Kohle gegrillt, oder? Ja, wo machen wir es? Oder auf dem Gasgrill. Hauptsache gegrillt. Und damit die Pfälzis hier endlich mal ein bisschen Kultur beigebracht werden, werden wir eine Bacon-Bomb mit Kässpätzle füllen. Die Kässpatzen machen wir da hinten in der Küche gleich selber. Wir haben extra das gute Rosenmehl für Spätzle mitgebracht, das Spätzlemehl etc. pp. Also die Szene lasse ich komplett jetzt weg. Ich zeige euch nachher dann bloß die fertigen Spätzle, weil ansonsten wird das Video ellenlang. Ja, das wäre eine Bacon Bomb. Und die zweite Bacon Bomb machen wir mit Hähnchenbrustfilet. Nee. Komm mal her, komm mal her. Kommen Sie mal her hier. Du warst mit beim Einkaufen? Ja. Warum kein Hähnchenbrustfilet? Weil sie zu uns ein bisschen den Preis übertrieben haben. Ah ja, dann machen wir es mit Putenbrustfilet. Ja. Okay, gut. Und was dazu? Ananas und Curry. Genau. Genau. So wird die zweite Bacon Bomb gefüllt. Und ja, da gibt es dann ein bisschen mehr Video wieder. Ne, da filmen wir dann wieder ordentlich, wenn wir die Bacon Bombs machen. Ganz genau. Bacolan hat mir keine Netze geschickt. Die muss ich heute auch selber machen. Da machen wir auch einen kleinen Ausblick rein. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los in der großen, aber feinen Küche. Genau. Und Manu macht heute noch einen Salat. Das werden wir auch mitfilmen. Einen schönen gemischten Salat machen. Genau. Alles klar. Attacke. Eine ganz kurze kleine Übersicht. Ein Spätzle-Rezept habe ich natürlich wieder dabei. Eier. Und da ist das Rosenmehl. Meinen Spätzlehobel habe ich natürlich auch dabei, da liegt schon der Salat, alles bereit später für die Manu. Und ja, Cut, Schnitt, wenn fertig, die Spätzle, sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, die Spätzle sind soweit fertig. 400 Gramm Mehl haben wir wieder verwendet, vier Eier. Dieses Mal ohne den Hartweizengrieß, weil den haben wir vergessen, aber hat genauso funktioniert, wunderbar. Und ja, abtropfen lassen, nachher in eine Schüssel. Alle werden wir nicht ganz brauchen für die Bacon Bomb. Kann man noch was anderes draus basteln. Da ist schon Paprika klein geschnippelt für den Salat nachher. Ja, und jetzt werden dann Zwiebeln geschnitten. Jede Menge und das reichlich. Und die werden dann auch noch in der Pfanne gleich geschmort, dass wir schöne und ganz viel Schmorzwiebeln haben. Ja, das dürfen dann Spatzel und Doris machen. Weiter geht's mit der Putenbrust. Die wird vorher noch wunderbar angegrillt vom Manne. Ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Und jetzt überlege ich mal, wie ich die am besten schneide. Irgendwie in schöne Streifen, dass man die da nachher dann in der Bacon Bomb schön einrollen kann. Machen wir so. Ja, genau. Und ich habe den Preis gesehen, also die Putenbrust war eindeutig die günstigere Wahl. Leute, schmeißt Geld nicht unbedingt raus, sondern Alternativen statt Hähnchenpute geht genauso. Doris? Anwesend. Machen Sie mir gleich den Würzmeister. Salz, Pfeffer, Paprika habe ich schon hergerichtet. Warte, das machen wir alles in der Schale drin. So, dann kann ich das Messer auf die Seite tun. Einmal in die Schale rein. Und jetzt sauber durchwürzen. Dann kannst du ein bisschen was drauf donnern. Jawohl.
Jawohl. Und noch Paprika edelsüß. Und der Curry, was wir gesagt haben, kommt dann ganz am Schluss erst in der Bacon Bomb drüber. Gut. Wie du meinst. Gut, lass gut sein. So, das kneten wir jetzt einmal schön durch. Was machst du? Spatzel hat die traurige Arbeit bekommen, die Zwiebeln. Ja. Die schauen wir uns dann nachher auch an, wenn sie in der Pfanne drin sind. Aber wie gesagt, Zwiebeln schön. Ne, Röstzwiebeln brauchen wir jede Menge. Und ja, das Fleisch sieht soweit gut aus. Das wird jetzt erst einmal schön angegrillt draußen. Und dazu nehmen wir die Cam mit raus, während die Mädels hier mit den Zwiebeln weitermachen. Ich bin fertig, mein Schatz. Die Zwiebeln reichen nicht. Das war eine, du kannst alle drei reinschneiden. So, Manne, das ist jetzt dein Job. Gut. Mein Schatz, die Zwiebeln auch hier draußen hin? Nein, die werden drin in der Pfanne schön braun angeschwitzt. Und ja, hier jetzt schön das Fleisch auf die Feuerplatte oder auf die Griddleplate oder wie man es auch immer nennen will. Und da darf der Manne ein bisschen Farbe dran zaubern. Wenn sie nachher nicht ganz durch sind, ist vollkommen in Ordnung. Aber sie sollen halt von außen zumindest ein paar schöne Röstaromen bekommen. Tja. Schön machst du das. Wanne, sag mal hallo. Hallo. Kannst du noch ein bisschen liegen lassen, wie du möchtest. Ja, Rishi, fällt dir schon, wenn du ja, noch einmal... Genau. Und dann bringst du rein. Okay. Mach da einfach hier schon den Grill zu. Obwohl wir hier jetzt noch hätten so schönes Fleisch angucken können, gell? Ja, so. Jetzt gehe ich wieder rein. So, Leute. Wie viel Frauen brauchen wir für Röstzwiebeln? Eins, zwei und eine halbe. Ja. So, Doris, du hast noch nie ein Baconnetz gelegt? Ja. Dann machen wir das jetzt zusammen. Ja. Jeder eine Seite. Ja. Moment. Ah, so sieht man mehr. Und ja, ich hocke mich jetzt damit dazu. Und dann machen wir hier mal einen kleinen Bacon-Netzlehrgang. Komm ich oben oder unten an? Mittig. Wie mittig? Oder seitlich. So. Unten. Zwei Scheiben Bacon, halt. So. So. Gerade so, dass sie vielleicht aufs Backpapier gehen. Ja, da überlappt's halt. Ja, das macht gar nichts. Und so legt man die jetzt halt hier wieder leicht überlappend. Ja, ich habe ja aber unten angefangen. Okay. Vorsicht heißt, das Ding war auf der Schale, der Hälfte Glut. Und so legen wir jetzt erst einmal tja, hier komplett aus. Und die Alina schaltet jetzt die Kamera kurz aus, bitte. Ja, soweit hätten wir die erste Runde fertig. Und jetzt geht's los mit den Querstreben. Sprich, wir gehen von der Seite her bis ja, so knapp Mitte, über die Mitte. Und ziehen immer die zweite nach unten durch. Dass wir gleich mit zu dem Überlappen kommen. Und ich überlappe eben die Bacon-Netze immer. Ganz einfach, dann werden sie nämlich richtig schön dicht. So werden sie hinterher nicht aufgehen. Passiert auch manchmal. Aber heute bin ich einfach mal wieder sehr guter Hoffnung.
Jetzt hast du dich aber beeilt, dass du vor mir dran bist, gell? Wolltest mal schneller sein als ich. So. Und dann werden die Querteile eingelegt. Und was ist die Kammer? Haben wir jetzt, du hast es ja auch falsch gemacht. Am Anfang und am Ende ein bisschen im Becken rausstehen lassen. Ja. Das kommt davon, wenn man zu schnell ist. Natürlich. Sag mal's, Nara. So. Sag das mal. Weil das braucht man, dass man seitlich die Beckenbombe zumachen kann. Ja. So. Und jetzt legen wir die erste wieder nach oben. Die zweite ziehen wir gleich nach unten. Und so geht es jetzt hin und her. Ja, steht schon von der anderen Seite. Und dann machen wir jetzt erst einmal die Schicht nach oben fertig. Und danach, ja, die untere Hälfte. Genau dasselbe Spiel, bis wir so ein wunderschönes Bäckennetz haben. Beziehungsweise zwei Bäckennetze. Und die stehen dann dem Bäckolan-Bäckennetz in nichts nach. So Leute, das erste Bäckennetz ist hier fertig. Das zweite auch gleich. Und hier ist wie von Zauberhand ein Zünke hingelegt worden. Aber jetzt räumen wir hier das Bäckennetz erst einmal ein. Und dann kann man das nämlich dabei noch in die Kühlung legen, weil das braucht man ja erst nachher, später, ja, jetzt dann. Hey, wieso klaust du mir jetzt den letzten Bacon? Einer kriegt man. Ja, der reicht mir nicht. Fisch, das sind noch viele. Ja, ja, jetzt extra noch. Ich wollte mir jetzt eigentlich einen Twinkie im Bacon einwickeln. Aber wisst ihr was? Dann esse ich das Twinkie und den Bacon einfach so. Na, voll dann super. Ja, jetzt könntest du sagen, ich bin ekelhaft, ist mir wurscht. Das hätte ich jetzt eigentlich mit auf den Grill sollen. Weil es so, vorher so ausgesehen hat, als ob noch Bacon übrig bleibt. Und ich gesagt habe, ich mache mit dem Bacon was anderes, der übrig bleibt, aber ist er doch komplett aufgebraucht, bis auf die eine Scheibe hier. Ja, einrollen. Hier haben wir jetzt die zwei Baconnetze schön eingerollt, kommen nochmal in die Kühlung, fast wie vom Bacolan, also perfekt. Pro Rolle sind es ca. 6 Päckchen Bacon gewesen. Das war der Bacon wieder vom Lidl. Und ja, das letzte Mal war er nicht so schön, aber dieses Mal war er wieder hervorragend. Also pro Rolle ist 600 Gramm. Insgesamt 1,2 Kilo Bacon. Mmh.